Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Link's Awakening Let's Play Reihe. In dieser Folge wird es wahrscheinlich wieder ein paar Herzteile und Zaubermuscheln geben. Hauptaugenmerk liegt aber auf der nächsten Dungeon. Viel Spaß beim Zuschauen und ich fange direkt mal an. Wir haben ja in der letzten Dungeon den Enterhaken bekommen und mit dem Enterhaken können wir natürlich wieder ein paar weitere Orte entdecken bzw. erreichen. Wie zum Beispiel, ups, da oben links ist noch, oben rechts, so rum, Richtungsfasching. Gibt es noch eine Stelle, wo man eine Bombe los wird? Reicht das? Ja, ist auch schön. Nee. Wie war denn das? Ach, ich bin ja auch dumm. Kann ich rüberspringen? Heldenhaft. Zack, sehr schön. So, wie viele fehlen uns noch? Noch zwei, okay. So war's. So, das war die Schuppe von der Nixe, wo ich die Kette hingebracht habe. Was ist denn das Schönes? Du hast die magische Lupe erhalten. Jetzt kannst du Dinge sehen, die vorher unsichtbar waren. Okay. Wie soll das Ganze aussehen? Ach, das ist eine feste Fähigkeit, okay. Okay, okay, okay. Gerade noch nicht hier. Okay. Erst mit der Lupe ist es möglich, den Boomerang zu bekommen. So wird ein Schuh draus. Jetzt teleportieren wir uns erstmal hierher. Und an der Stelle müsst ihr euch sicher sein, wann ihr erstmal vorerst die Schaufel nicht benötigt. Denn um den Boomerang zu bekommen, muss man ein Item opfern. Verdrückt. Genau, jetzt kann man nämlich hier rein. Wenn man nämlich die Lupe nicht hat, steht der Kollege hier nicht.
Moment, also alles andere brauchen wir. Theoretisch könnte ich eigentlich auch die Flasche. Oder? Ah, wir machen die Schaufel, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Außerdem können wir uns ja die Schaufel auch wiederholen. Da will halt, glaube ich, 300 Rubine dafür haben. So, jetzt haben wir den schönen Bumerang. So, jetzt geht's hierher. Rubine habe ich ihn jetzt. Okay. Aha. So, jetzt kommen. Na, stopp. Das habe ich auch gerade so hinbekommen. Okay. Und jetzt gibt es hier so eine Art kleines Rätsel. Ach, das hatte ich schon. Höhe des Schildes, nicht wie man liest. Nach rechts. Natürlich. Jetzt ist es das. Nach unten. Nach links. Toll, du hast es geschafft. Jetzt musst du nur noch die Treppe runter. Alles klar. Gut. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal noch ein Ladekabel holen. So, Controller lädt wieder. Weiter geht's. Natürlich will ich die hören. Für 300 Rubine. Lass mal bleiben. Okay. Ich würde sagen, ich mache mich mal auf die Jagd nach 300 Rubinen. Und das schneide ich natürlich raus. Das dauert etwas länger. Oh, ein Herzteil. So, wenn es da stoppt. Zu spät. Das war zu früh, oder? Nee, das ist genau richtig. Oh Gott, das ist ja mehr als knapp gewesen. So, und dann holen wir uns noch den 50er Rubin. Das könnte knapp sein.
sehr knapp. Ja, greift sich auf jeden Fall erstmal. Das läuft doch. So, fehlen uns noch 20, 30 Rubine. Da ist eine Zaubermuschel, die holen uns jetzt aber. Selbe Taktik. Und hochform. Perfekt. Nur nicht rausfallen, nur nicht rausfallen. Na, nein, das glaubst du nicht. Sie fällt nochmal raus. Natürlich noch ein Spiel. Das ist jetzt nicht wahr. Die klemmt. Das ist aber schön. Das ist jetzt aber Beschiss. Die fällt wieder runter. Ich sag's doch. Fall drauf! Ah, oh, wie geil. Alter, das ist ja schon frech. So, jetzt holen wir uns noch den 50er, dann gucken wir nochmal rein. Ich habe ein Glück hier. Schwein gehabt. Da kommt er mir entgegengerollt, der wollte direkt zu mir. So, noch eine Zaubermuschel bekommen, sehr schön. Wie viele haben wir jetzt? 24, noch 16 für das Schwert. Okay, jetzt aber. Natürlich will ich die hören, die ist bestimmt engelsgleich. So, du hast den Kröten-Rap gelernt. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter, selbst leblose Gegenstände. Ah ja. Okay, ich glaube, die Melodie brauchte man, damit man eine bestimmte Dungeon öffnen kann. Stopp, so. Jetzt möchte ich aber erst einmal hier hin. Denn ich glaube, hier kann man... Ich weiß nicht, ob es jetzt schon geht. Genau hier. Genau. Genau. Das ist Zaubermuschel Nummer 25.
Okay, wir bleiben auf jeden Fall gleich hier. Moment, muss ich hier... Nee, stopp, das war der falsche Weg. Nein, stopp. So und so. Nee, das geht sogar. Ah, da fällt mir doch was. Moment. Stopp mal, wo waren? Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Ach nee, das war hier oben. Okay, okay, das geht erst später. Zaubermuschel Nummer, wie viel war es? 26. Ne, stopp, wir müssen da oben lang. Ah, stopp, da können wir doch gleich, genau. Nummer 1. Tun wir uns gleich noch eine zweite. Ja, jetzt ist es aber mal gut hier, Freunde. Gehen die nicht kaputt? Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, hier geht's weiter. Okay. Das sah jetzt tatsächlich so aus, als wäre hier was. Das war frech. Also das war richtig frech jetzt, fand ich. So, das dürfte das nächste Herz sein. Das 13. oder 2, 4, 6, 8, 10. Ja, sehr schön. Ach, das sind diese komischen Stromschnellen hier. Hier gab es da auch einige Muscheln zu finden. Ach du dickes Ei, dann muss ich ja jetzt
Okay, dann muss ich mich noch mal auf die Suche nach einigen Rubinen begeben. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir noch mal die Trällerpfeife und schauen mal, ob wir in dem Laden noch mal ein bisschen. Moment, ich will erst einmal hier noch eine Zaubermuschel mir holen, bevor ich die komplett vergesse. Ja, das ist die fällt mir jetzt noch spontan ein. Muss mal gucken, ob ich richtig laufe. Ich denke ja. Oder? Ja, das dürfte richtig sein. Ach, mach mal gleich noch ein bisschen Geld. Beziehungsweise Kühn. Also ich verbinde quasi jetzt mal das Nützliche, nee, das Muss, was ich jetzt quasi machen. Ach, mir fehlen gerade die Worte. Ich laber mich ja gerade im Kopf und Kragen. Ich brauche halt Geld und hier ist noch eine Muschel zu finden. Okay, wie machen wir das jetzt? So war's, glaube ich. So war's. Wie, das funktioniert nicht. Ich glaube, das war nicht die richtige Öffnung. Ah, hier oben. Ach, da haben wir sie. Sehr schön. Kunden. Ach, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Hey. Ach, gehe ich einfach hier rein oder raus und tobe mich einfach so lange hier aus, bis ich meinen Rubin zusammen habe. Schon. Yo. Also wenn ich mich nicht irre, gibt man die einmalig aus und kann dann immer mit diesem Floß fahren. Ich hoffe, Schnappschnellen. Was willst du von mir? Ich nehme jetzt einfach irgendeins und hoffe, dass das passt. Okay. Steuerung unbekannt. Ach so, alles klar. Einfach lenken. Geht das auch schneller? Und vor allem fahre ich in die richtige Richtung? Ich glaube nämlich nicht. Okay, hier geht's lang. Okay. Beim Springen kann man schon mal nicht runterfallen. Das ist schon mal interessant zu wissen. Okay. Also, man kann sich nicht in jede Richtung frei. Okay, das ist schon interessant. Erstmal wieder Kohle her hier. Hier keine Geheimnisse, okay. Ja, hier ist glaube ich eine Zaubermuschel. Ich habe jetzt aber allerdings meine Dingens gerade nicht. Da ist auch eine. Und ich habe ärgerlicherweise gerade meine Schaufel. Beim Pfandleiher, sage ich jetzt einfach mal. Na, das funktioniert ja schon mal super, wie ich mich hier anstelle. Sieht man hier auch einen Schatten von diesen Rubinen? Das war nicht so einfach. Okay. Nein.
Man kann tatsächlich doch nur einmal fahren. Aber das ist uninteressant. Also man muss es dann wirklich wieder bezahlen. Komme ich jetzt hier auch nicht rum, wenn ich das Auto ziehe. Also eigentlich hätte ich mir das sparen können. Oh! Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob die sich automatisch auslösen, die Feen, deswegen riskiere ich es gar nicht erst, bevor ich drauf gehe. Das scheint schon die nächste Dungeon zu sein. Oder? Nee, das ist noch nicht die nächste Dungeon. Nee. Das ist noch keine neue Dungeon. Ich habe doch so viele. Oh oh. Ah, alles klar. Nein, ich verdrück mich hier. Du nicht. Nein! Und kommt jetzt die Fee oder nicht? Ja, gut, das ist nämlich das, was ich wissen wollte. Ach nein, das war die Wundermedizin. Die habe ich jetzt verschwendet. Mensch, der wollte mich jetzt aber echt ärgern. Okay, dies ist der Schlüssel zum Maskenschrein, Maskentempel, Maskendungeon.
Okay, das ist der Windfisch. Stopp. Einmal die Feder. Na, das mache ich. Okay, so, jetzt haben wir den Schlüssel und jetzt machen wir uns auf den Weg. So, hier brauchen wir jetzt einfach nur raus. Moment. Ja. Das Gute ist, dass wir jetzt hier gleich nochmal uns eine Fee angeln können. Zack. Oh ne, stopp, falsche Taste. So. Jetzt lang. So, das war's schon mit dieser Let's Play-Folge von Link's Awakening. Wir befinden uns jetzt am Eingang vom Maskentempel. Das wird die nächste Folge sein. Da zeige ich euch den kompletten Maskentempel. Das war's von mir. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Folgen oder die alten Folgen noch sehen möchtet. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.